Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Digga Deck Bros. Maskerario mit einem Treumeer-Deck. Ein Pre-Release-Thema, von dem wir bisher noch nicht allzu viel erfahren haben. Um ehrlich zu sein, die Karten sehen wir gerade zum ersten Mal. Genau. Was wir bis jetzt so gesehen haben, ist, dass man anscheinend sehr viel durch die Gegend klinken möchte. Dass dieser Destroymer Ible Bock gut ist, aber anscheinend nicht suchbar, wenn wir nicht irgendwas übersehen haben. Das wird jetzt einfach ein drauf losgespiele, also mal gucken. Ja. C-Code-Talker, ernsthaft? Na dann, here goes nothing. Nee, Decode-Talker, oder? Nein, das Das ist ein ist ein C. C. Das ist ein C. Okay. Mit Also, 60. Mit 60 für einen Karten. Informatiker ist das ein echt guter Witz. Okay, kann sein. Ich bin kein Informatiker. Der C ist einzige. eine Programmiersprache. Ach so. Ja gut, stimmt. Okay, das wusste ich sogar. Stimmt. Deswegen sage ich ja, für einen Informatiker, also das ist eigentlich ein typischer Informatiker-Witz, der Typ ist mir mega sympathisch. Also ich kenne nur einen Informatiker-Witz. Warum verwechseln Informatiker Halloween und Weihnachten? Weil 31 Okt gleich 25 Dez. Das wäre lustig, wenn man Oktadezimal jemals irgendwann benutzen würde. Der wird gespecialt, das heißt, wir aktivieren das Maxi. Ja. Das klingt Vollgas nach dem Plan. Spielt ein Cyber-Stack, wie es aussieht. Ach was, wie bist du denn da drauf gekommen? Er hat ein Cyber-Monster gewillt. Das muss aber nicht sein, das muss aber nicht sein. Das kann auch Das kann sein, einfach dass. nur, dass er den dritten einfach nur damit da halt einen Link, also einen Link, einen weiteren Link hat auf dem Feld. Wobei, dann könnte man auch den Dino spielen, weil der hat actually 2K-Attack. Der muss gebanished werden. Ach so, stimmt, der geht ja auch, wenn er gesendet wird. Ja, okay, dann ist der broken. Okay, hat nichts weiter gemacht. Jetzt haben wir schon einen Ovi. Ja, dann können wir den doch auch. Warte mal, dann können wir jetzt erstmal. Dann können wir jetzt, glaube ich, reihenfolgetechnisch erstmal mit dem Fossil-Dick den Vierer suchen. Wobei, das ist eigentlich egal. Miscellaneous meinst du? Nee, machen wir erstmal Ovi. Machen wir erstmal. Wenn der gestrikt wird, dann passt das, weil wir hätten jetzt zwar mit dem Vierer uns theoretisch vor Karteneffekten schützen können, aber. Dann schützen wir nur, dann haben wir unsere Dinos vor Karteneffekten geschützt. Ah ja, wir suchen Ultimate, wir suchen Kontaktor. Haben uns zwar unsere Dinos vor Karteneffekten geschützt, aber wenn dann einfach der Strike auf den Needle Fiber kommt, ist auch wieder blöd. So, dann suchen wir jetzt den Vierer. Da. Genau. Abschmeißen und der sucht dann den Aiolo. Aiolo. Das ist so ein Scheißname. Viel zu viele Vokale hintereinander. Dinosaurier haben aber gerne mal verquere Namen. Hat man so das Gefühl. Dann gehen wir jetzt wahrscheinlich für den Trellboran oder Trellboran oder wie der heißt. Was? Der Tuner den Needle Fiber aus dem Deck holt. Das wird erst für Needle So. Fiber gehen, ist klar. Aber dieser Tuner hat einen komplett dämlichen Namen, wenn ich mich recht entsinne. Du meinst. Achso, das. Sag doch Ach nee, einfach. das ist Orion. Sag Okay. einfach das. Sag doch einfach Mega Phantom Beast. Wir haben nur das Ja. eine. So. So. Was können wir jetzt bauen? Ich kann Also. wahrscheinlich den Dreier da bauen. Ja, genau. Aber der zeigt nach. Bei den Nikachi 3er, der zeigt nach unten. Genau, hier, der da. Dann, Ja. Bauen wir den? und der hat jetzt, Wir können eine Karte abschmeißen, um eine Karte reinzuschaffen. Das machen wir mal. Dann schmeißen wir, warte kurz, die Reihenfolge. Dann schmeißen wir einfach den Rockbird ab, weil den brauchen wir eh nicht mehr. Ja. Und, der da. Ja. Dann latschen wir den 2-1er drüber. Der kommt zwar wieder, aber dann ist der Effekt wenigstens raus. Was können wir jetzt noch theoretisch bauen?
Die sind beide Once per Duel. Hier halt allen möglichen Link-Scheiß, aber wir wollen ja was Gekolinktes holen. Das heißt, wir können einfach den da holen. Wie wär's damit? Das ist ja langweilig. Ja, okay, dann holen wir den. Ganz vergessen, die Karte ist ja gut. Na dann, reingerannt wird. Ja. Mit dem Dino natürlich als Ja, schon klar. Weil gute Karte. So, ja. Oder warte, Ja. welchen Effekt? Ja, doch, der andere Effekt ist eh Main Phase Only. Ach so, okay, gut. Also, das ist der richtige. Ja, genau, da kannst du dich gar nicht vertun. So. So, den kann er wiederholen. Und dann können wir wieder angreifen. Für Pest oder Kohl. Lol. Also, Kollege, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du holst ihn in den Attack und frisst 3,5k oder du holst ihn in Death und frisst nochmal 1k. Er hat sich gerade Glückwunsch. effektiv einfach nur 1000 Lebenspunkte abgezogen für nichts. Ja, genau. Hat er gut gemacht. Mehr noch vor allem, weil er hätte es nicht, man hätte den Effekt nochmal live gehabt, wenn er den irgendwann das wiedergeholt hätte. Ja, hat er gut gemacht, sag ich doch. Okay, es ist ein Was Cyber-Stack. bist? Ja. Angriff, Set, Set, Go. Schade, dass wir nicht weiterlinken konnten, aber wir hatten leider nicht mehr so viel. Wir hatten leider keine Special-Effekte mehr, weil den will ich jetzt nicht weglinken. Ja. Wir könnten jetzt zwar noch was linken, aber das macht keinen Sinn. Richtig. Dafür ist Weil ja. der Typ liegt zu gut. Du musst es ja auch andersrum sehen. Der Token ist jetzt auch super, um Conductor zu aktivieren. Ja, und wenn es blöd läuft, können wir einfach mit dem Awakening seinen Zug linken. Von daher. Dir ist schon aufgefallen, dass das ums Jackknight rumspielen etwas inkonsequent gelöst war mit dem Token. Ja, ich weiß. Ich wollte mich erstmal so der Gedanke Linkmarker nicht blockieren, bis mir eingefallen ist, halt, jetzt zeigt er gar nicht nach da unten. Ja, weil so gefühlt jedes gute Monster nach links unten und rechts unten zeigt, ne? Ja. Ja. Aber es gibt keinen Jackknight, der an dem Konduktor einfach so vorbeikommt. Ist richtig. Und wenn er jetzt irgendeinen blöden Effekt macht, der den Trojaner in den Konduktor targetet, legt man den mit World Legacy weg. Legt man die Wie auch immer beiden. der das anstellen soll. Ich kenne die Cyberverse-Karten nicht. Jedenfalls, wenn wir es dann so machen, legen wir die beiden weg. Hier rein, haben was gekolinktes und können gleich noch eine Karte ziehen. Ich glaube. Wir hätten auch theoretisch noch weitere Spaßeinheiten machen können mit dem Linkviech, was sagt, wir kriegen eine zweite Norme zusammen. Glaube ich. Dass wir erst das Viech bauen, was sagt, wir kriegen eine zweite Normal zusammen. Ja, Aber nee, stimmt. Quatsch, da haben wir den Needlefiber nicht aus dem Deck geholt. Ja, Dann brauchen haben wir wir ja mit dem auch. Needlefiber nichts aus dem Deck geholt. Nee, nee, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Dann machen wir es so, wir holen einfach mit der ersten Normal. Wir hätten dann den Oviraptor weggelinkt, für das sich was eine zweite Normal zusammenholt. Normal dann den jetzt zurück und linken. Normal dann den hier dazu und linken dann den mit dem Iolo. Und dann haben wir den Needlefiber wieder. Das Viech hat aber nach links und nach rechts gezeigt. Das sind nicht die besten Linkmarker. Ach Wobei, das so. wäre gegangen. Oder? Ach sicher? Ach stimmt, das war das, was in den zweiten Normals haben gegeben hat, der Goblin, ne? Ah, nee, aber wir hätten mit Iolo vorher fürs Link-Kuribo gehen können. Und dann den da drunter? Also die Zone, wo jetzt der Token liegt? Ja, aber wären wir mit Iolo auf Link Kuribo gegangen, hätten wir doch gar nicht mehr den Crystron-Effekt bekommen und hätten dann gar nicht Dingens hier. Stimmt. Dann hätten wir doch überhaupt nicht den Ja. Mecha Phantomies resolven können. Kurz und gut, das Board passt schon so, wie es da liegt. So, okay. Er hat einen seiner minus 1 ausgeglichen. Gut, 60 Karten im Deck tut Topf auch nicht wirklich weh, würde ich mal sagen. Also theoretisch, hängt davon ab, was wegfliegt. Ha. Okay, probieren wir noch mal. Zweite Runde. Er hat jetzt immerhin 44 Karten. Und wir haben den Gofu, also ja. Ja, wir haben den Gofu, eine Ash, mit der nicht komplett ausrastet. Wir haben alles. Ja, ich meine Gofu und Ovi und Ash, GG. Special Gofu, Ja. holt die Tokens, Ovi legt den Miscellaneous weg, banisht sich, holt Dingens hier, Iolo und dann geht die Scheiße los. Interessant. Und dann können wir diesmal sogar das Play mit dem Link 1-Viech machen. Interessant. Ich hatte mich jetzt voll auf Ding eingestellt auf Monarchen. Das wäre jetzt so das interessantere Matchup gewesen, weil wenn der eine Monarch plus Field Spell hat, dann guck mal. Nein, er spielt Super Soldier.
Das ist okay, weil ich glaube, also ich glaube, das ist okay, weil ich meine, er kann keinen Ritualviech hinlegen, der uns ernsthaft nervt. Kein Super Soldier auf jeden Fall. Also doch, es gibt einen, der uns die Karte aus der Hand wegschießen kann. Aber nur bis zu seiner Endphase, glaube ich. Oder was, bis zu unserer Endphase? Aber die Karte kann er dafür nicht suchen, die er dafür braucht. Die muss er einfach haben. Er scheint sie nicht zu haben, okay. Ja gut, dann fangen wir mal mit dem Gofu an. Mhm. Dann hoffen wir mal, dass der Zug so klappt, wie ich ihn gerade im Kopf habe. Ach ja, stimmt, Gofu ist selber auch ein Tuner. Den können wir ja auch für den Dingens hier benutzen. Ja. Dann ist ja sowieso GG. So. Dann können wir jetzt sogar... Nee, wir können uns den Dino nicht suchen. Ich würde trotzdem Miscellaneous machen, einfach damit wir ein bisschen mehr durch die Gegend bullshitten können. Mhm. Ich hatte nämlich gerade so einen ungefähren Plan. Okay, es ist eher eine Idee als ein Plan, aber wenn es klappt, dann könnte gleich einigermaßen Party sein. So. Das heißt... Und das... Oh. Was ist? Mir ist gerade eingefallen, dass du, glaube ich, gerade was Besseres hättest machen können. Nein, das sollte nicht mehr dann. So, oh, also, wir wollen mit... Wir können, also das andere Viech braucht... Was brauchte das Einser Viech nochmal? Das braucht ein Troymare-Monster. Okay, das heißt, den können wir nicht holen, müssen wir über den Kuribo gehen. Schade. So, also fangen wir mit dir an. Dann mit dir und dir kommt ein Needle Fiber. Ja. Und damit kommst dann du. So. Dann können wir jetzt entweder, also wir geben verschiedene Möglichkeiten machen. Wir können den hier holen, dann ziehen wir gleich eine Karte. Warte, One Special Summon Monster, das heißt, der ist egal. Was konnte der andere? Spell Trap hat er. Ja, hat er. Die können wir dann über den Haufen schießen. Weil der ist dann gleich gekohlt, dann ziehen wir nochmal gleich eine Karte nach. Oder wir gehen halt erst über den da. Gehen dann halt erstmal 1 minus. Können dafür eben sein Monster wieder ins Deck zurückmischen und dann das Viech holen, was uns eine zweite Normal Summon gibt. Ich glaube, das ist der beste Plan. Dann machen wir das. So, das heißt mit Needle und Fiber und. Genau, mit den beiden hier. Nein. Wobei, Quatsch, mit Nilfaber und Linkuribo. Weil jetzt, ja. Weil jetzt ist ja das Argument weg von wegen Co-Linken, weil wir eh den da holen. So, ja. Dann schmeißen wir dich ab. Nein! Den da, der einen Friedhofseffekt hat. Wir schmeißen eh beide ab nachher, aber ja, wir können auch den erst abschmeißen. Ja, und mischen mal seine Verdeckte ins Deck, weil wir nichts Besseres zu tun haben mit unserem Leben. Hol dann, dass ich was Zauberfallenkarten zerstören kann. Dieses Mal, und das ist dann auch gecolinkt. Du. Genau. Mhm. Mit dir und dir. So, der aktiviert sich. In dieser Reihenfolge. Wir schmeißen diesmal den Lockbird ab. Mhm. Schießen das Gateway über den Haufen. Und noch eine Karte nachziehen, bitte. Oh, Rota, die nehme ich, die aktiviere ich doch gleich. Ja. So, dann hätten wir gerne dich. Dann können wir den Krystron aus dem Grave banishen, um den Token zu basteln. Ja, oder den Miscellaneous erst, aber ist wurscht, welche Reihenfolge eigentlich. Ja. So, dann müsste der jetzt den Dude basteln können, der eine zweite Normal Summon erlaubt. Richtig, aber dafür müssen wir eine Karte abschmeißen. Und den hier will man natürlich nicht abschmeißen, sonst müssen wir entweder an Ending Nightmare oder. Wurscht, der Ash ist eh in der Runde tot. So, also. Mit dir und dir. Und der zeigt dahin. Mhm. So. Ja. Also Ash dann. Ja. Nee, an Ending. Na, ist egal. Das ist spät. Oh, cool. Na, guten Abend. Dann können wir mal. Den dann können wir jetzt. Genau. Achso, ja, wo ist denn die Zone rein? So, aktivieren. So, was will man denn mal? Der hat keinen Friedhofseffekt, ne? Nee. Nee. Ja, dann der andere Destrudo. Ja. Dann können wir den auch direkt wiederholen.
So, du. Also Party hart ist schon, muss man mal sagen. Ja. So, gibt's hier noch irgendwas, was uns gewinnbringend weiterhilft? Ich habe eine Idee. Geh mal noch mal ganz nach rechts. Wir haben. Ach, das ist jetzt alles, was wir specialen Jetzt, können, warte ne? kurz. 2-2, 3-2, 4-1, 5-1, 5-5, 6-5, 6-9, 7-9. Wir sind 100 Damage off. Also, Meine Idee war jetzt Miss gewesen. Kalanes holt Iolo, wir greifen direkt an, dann ist er tot. Warte mal ganz kurz. Geh mal noch bitte aufs Extra-Deck, auf die Sachen, die wir jetzt. Warum können wir jetzt eigentlich nicht. Ach so, wir können den holen. Aber der zeigt. Ach, der zeigt nach links. Ja, bringt Wir nichts. bräuchten was, was nach rechts zeigt. Eben. Ärgerlich. Ja, dann machen wir das. So, dann hoffen wir, dass ich mich gerade nicht verrechnet habe. Ja, wir können auch noch kurz einen Firewall Dragon bauen. Ja, das haben wir dann aber weniger Schaden auf dem Feld, wenn wir das machen. Nee, genauso viel, weil Firewall hat 2,5. Und wir können 1,3 plus 1000 plus 200 zusammenlinken, wenn ich jetzt gerade nicht bescheuert bin. Ja, stimmt, das ginge sogar. Und das ist gleich viel. Ja, Machen wir dann das. machen Firewall. Ich hatte überlegt, ob wir auf einen Triget Wizard kommen, aber nicht vernünftig. So, und jetzt sogar eine Geco-Link, also live. Ja. So, und reingerannt wird. Ja, Bums. Das war komisch. Schau mal, ob du dich verrechnet hast. Sieht bisher aber gut aus. Ja, das sieht doch verdächtig nach 3,9 aus. Aber dann habe ich mich doch verrechnet, weil ich hatte nämlich gesagt, er ist 100 off und ich habe 200 mehr auf Damage geholt mit dem Zug. Also doch hatte ich hatte mich um 100 verrechnet. Ja. Aber es war innerhalb des Übrigens ist mir jetzt Toleranzrahmens. gerade, was mir halt dann noch aufgefallen ist, was man hätte bringen können. Wobei wäre das auf. Ja, doch, das wäre aufgegangen. Was man hätte bringen können, wäre, statt dem Typen, der Zauberfallen kaputt schießt, den anderen zu holen, der dann nach links zeigt. Dann die Zone links daneben den Typen. Ach nee, Quatsch, da können wir die zweite Normal Summon nicht machen. Eben. Ich habe überlegt, ob wir einen Triget Wizard mit drei Koolings holen können, sodass der was negieren kann. Aber das wäre nicht aufgegangen, weil wir nichts Billiges hatten, was nach rechts zeigt. Da hätten wir einen Proxy Dragon gebraucht. Und den haben wir nicht. Ja. Bis gleich zur Deckbewertung. Bis gleich. So, das sind wir haben einen Konduktor, einen Dogoran, zweimal Destrudo, Gofu, Miss Galanes, Rosenix, dreimal Oviraptor, dreimal Armageddon, zweimal Tristvan. Mathematiker zweimal, dann ein Dandelion, dreimal Ash, dreimal Ogre, Beastolion, Maxi, Eevee, Iolo, Glow-Up, dreimal Lockbird, Rota, dreimal Fossildick, zweimal Awakening und zweimal Unending Nightmare. Also, ja, wie gesagt, wir können nicht so arg viel dazu sagen, weil wir die Karten erst seit einer halben Stunde kennen. Ja. Was man aber sagen kann, ist, wir haben bisher nichts gesehen, was den Eevee suchen kann. Und die ist zwar nicht First Turn besonders gut, also doch ist er eigentlich auch. Du musst halt, sobald du die zweite Normal zusammen hast, die Karte ist einfach straight up gut. Wieso ist die nur einmal drin? Du kannst sie nicht suchen. Und die willst die Normal, das heißt, du willst sie auf der Hand haben. Also entweder wir übersehen hier was, wir haben aber eigentlich relativ gründlich geschaut. Und ja, das ist das Einzige, was uns tatsächlich irgendwie komisch aufgefallen ist. Das Einzige, was ginge, ja, wäre, das Ding mit einem Armageddon Knight zu millen, dann Firewall zu bauen, das Ding wieder auf die Hand zu nehmen und es dann zu normeln. Das ginge. Theoretisch ginge das, ja. Aber ja, nein. Wie gesagt, ist das ein Viech, was auf der Stadt nicht schlecht ist. Überleg mal den Zug von vorhin. Und dann überleg einfach, wir hätten, das haben wir in der zweiten Runde zusammen gut, den Armageddon Knight, ne? Ja. Jetzt überleg mal, wir hätten statt dem Armageddon Knight das Ding gehabt. Da wäre nochmal richtig Party gegangen. Also,
die ruhig öfter rein, aber mehr kann man, aber mehr kann man aktuell noch nicht sagen, weil, wie gesagt, schwer einzuschätzen, wenn man. Ja, und wenn die Combo hier wirklich ist, dass du das Ding mit Armageddon nicht reinlegen und mit Firewall wieder auf die Hand nehmen willst, nee. Firewall willst du dir für den gegnerischen Zug aufbewahren. Ja, praktisch, wenn es eine Rota für Cybers Monster gäbe. Irgendwie sowas. Naja. Wir bleiben aber bei keiner Bewertung, weil, ja, wie bereits mehrfach gesagt, noch nicht genug Wissen vorhanden, aber den Ibli mehrfach reinzutun scheint doch sehr sinnvoll. Ja, gut. Also wie gesagt, keine Bewertung hierfür. Wenn ihr unsere Deck schicken wollt, dann guckt in die Videobeschreibung. Ansonsten, euch gefallen hat, vergesst nicht zu bewerten und man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.